Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ist die Aufbruchstimmung? Gut? Seid ihr alle da? So, genau. Ja, wir haben heute einen spannenden Tag. Wir haben wichtige Themen, Politik und Medien. Es sind beides Themen, die natürlich eigentlich sogar auch miteinander zu tun haben, weil die Medien sehr viel dazu beitragen, dass die Politik auch durchgesetzt werden kann und Propaganda betrieben wird. Das heißt, es sind sehr spannende Themen, die wir heute haben. Und wir fangen aber an mit tollen Vorträgen. Und wir haben gestern ja schon den Vyacheslav gesehen. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Naja, eigentlich so überzeugt. Aber der hat mich ja sehr berührt gestern. Und ich glaube, es ist sehr viel zu heilen auf dem Gebiet. Deswegen freue ich mich sehr auf das Thema. Ich freue mich, dass der Michael heute auch da ist. Hallo Michael. Hallo. Und natürlich freue ich mich über alle anderen, die heute da sind. Und wir fangen einfach an, weil wir natürlich auch ein enges Programm haben. Michael, sagt vielleicht du noch einen kurzen Satz. Wir werden nachher, wenn es um die Außenbündnis- und Sicherheitspolitik geht, auch mit euch gemeinsam etwas erarbeiten wollen, nämlich eine Antwort an dieses wunderschöne Video, was die Spanier uns gerichtet haben. Und unsere Überlegung, unsere Idee ist, dass wir da gemeinsam einen Text erarbeiten und der, wir haben das mal zerlegt in 30 Sätze, jeweils ein Satz pro Person von einem von euch vorgetragen wird, sodass wir eben wirklich mit einer vielstimmigen Antwort auf die Art und Weise an die Spanier, also dann auf Spanisch übersetzt, auch auf Griechisch übersetzt, geben können und es von daher jetzt nicht einer zu einem Text vorträgt, sondern dass man eben sieht, hier wird sowas von einer Bewegung, von einer Gemeinschaft getragen. Und insofern brauchen wir da dann nachher die Hilfe, denn wir wollen das filmen und dann, wie gesagt, mit Untertiteln, spanischen Untertiteln, griechischen Untertiteln versehen und dann ins Netz stellen. Machen wir nachher und nur schon mal als Vorwarnung, dass wir hier dann im Endeffekt irgendwie 30 Filmstars brauchen. Genau. Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Stimmung hier. Klang noch ein bisschen müde, aber ja, wir sind alle noch ein bisschen müde. Ich bin auch gar nicht so, sondern ich bin noch sehr berührt von gestern Abend. Und für alle, die gestern Abend nicht dabei waren, möchte ich ganz kurz zum Einklang erzählen, was passiert ist. Und zwar hat Vyacheslav, ich hoffe, uns zwei Lieder vorgesungen, die uns sehr, sehr berührt haben, die uns daran erinnert haben, dass wir als Deutsche in einer ganz tiefen Schuld leben von unserer Vergangenheit und dass es darum geht, uns von dieser Schuld zu erlösen, zu befreien und das zu heilen. Dass wir unsere Heimat wieder lieben können und dass das, wie wichtig das ist. Ja, genau, dass wir unsere Heimat wiederfinden und dass es man nicht mehr abgestempelt wird als rechts oder als Nazi, nur weil man wieder ein Gefühl hat, der den Brustkorb wieder hebt und wieder aufrecht stehen lässt, wenn man auf seinem eigenen Grund und Boden und sowas wie Vaterland steht. Es ist so schwer für uns Deutsche, diese Worte auszusprechen. Das ist so berührend und es triggert so viel an. Und es ist hier gestern so deutlich geworden und ich bin so dankbar, dass wir hier jemand haben, der sich auf die Bühne traut, dieses Thema anzusprechen, uns zu berühren, dass es hier in Fluss kommt. Und um diese Energie von gestern Abend mitzunehmen und da wieder einzusteigen, möchte Eleonore gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, zu der Nationalseele, unsere Nationalseele, um die es geht, die geheilt werden will, und ein kleines Lied singen zur Einstimmung. Und dann gehen wir noch ein bisschen in eine kleine Meditation. Vielen Dank. So, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, euch Seelen, die ihr ganz bewusst hierher gefunden habt. Eine bewusste Entscheidung, denn wenn ein Mensch sich inkarniert, dann entscheidet sehr bewusst die Seele, in welches Land dieser Mensch seine Inkarnation leben wird. Ganz selten, das passiert auch manchmal, verirrt sich eine Seele und inkarniert sich in dem falschen
Land mit Anführungsstrichen. Aber in der Regel ist es so. Und ich habe die letzten 15 Jahre meines Lebens sehr damit verbracht, die Werke Sri Aurobindos zu studieren. Sri Aurobindo ist einer der größten Philosophen, Dichter und Denker der indischen Nationenseele gewesen. Und er hat uns sehr viel hinterlassen in seinen Werken über die Seele des Menschen und über die Nationenseele. Und ich möchte euch zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich glaube, das ist sehr wertvoll für uns alle, dass wir die Aufgabe, die wir auch als Nachkriegsgeneration, so sehe ich zumindest meine Generation, die erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, dass wir das tragen und aufnehmen und vollenden, was wir in die Hände bekommen haben. Und so wie die Seele eines Menschen mit dem göttlichen Kern verbunden ist in uns, mit dem Höchsten, mit dem Göttlichen, so korrespondiert diese individuelle Seele auch mit der Seele der Nation oder vielleicht der Gruppe, der Stadt, des Dorfes, der Gemeinschaft, in dem sich dieser Mensch aufhält. Und diese Interaktion ist permanent, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Ja? Und so wie der Mensch einen physischen Körper hat, ja, einen physischen Körper, den wir anfassen können, den wir spüren können, so hat jeder Mensch einen emotionalen Körper und einen mentalen Körper und die Nationenseele hat das auch. Jede individuelle Seele und jeder individuelle Körper von euch ist ein Teil der Nationenseele Deutschlands und im ständigen Kontakt damit. Und so wie jede Seele, jede individuelle Seele ihren göttlichen Plan erfüllen muss, so muss auch jede Nation, die im eigenen, oder mehr gesagt, dem göttlichen Plan folgen. Und sie weiß darum, sie weiß um ihr Ziel, sie weiß um ihre Aufgaben. Und sie schafft um sich herum Seelenblätter, Anteile ihrer Qualitäten im Laufe ihrer Entwicklung. Vervollkommnet sich die individuelle, aber auch die Nationsseele. Und wie jede individuelle Seele kann es auch einer Nationenseele passieren, dass sie auf ihrem Entwicklungsweg in Stolpern kommt, Schwierigkeiten erlebt. Und wir haben das ja, oder die Generationen vor uns haben das ja erlebt. Und man kann davon ausgehen, nach Einschätzung indischer Philosophen, die jetzt leben, die sagen, dass die deutsche Seele eine ganz große alte Seele unter den Nationenseelen ist, dass sie sich fast von ihrem physischen Körper nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgezogen hat. Nur so konnte auch die physische Teilung des Landes und die Beherrschung durch fremde Kräfte passieren. Und mit der Wiedervereinigung ist die deutsche Nationenseele wieder auferstanden, ist wieder zum Leben erwacht. Und da gibt es einen Prozess, der weiterhin vollendet werden möchte. Und wir gehören offensichtlich irgendwie dazu. Wir sind ein Teil dieses Prozesses. Wir haben die Aufgabe angenommen, uns selbst und die Seele der Nation zu finden und weiterzuentwickeln. Und ich möchte gern mit euch jetzt ein kleines Lied singen. Ich bin ja im Osten Deutschlands groß geworden, oder vielmehr in Mitteldeutschland, also in der ehemaligen DDR. Und es gab ein sehr schönes Lied, das habe ich als Kind sehr, sehr geliebt. Zu meiner Zeit, da war das noch nicht so mit Fernsehen und Computer, das gab es alles noch gar nicht so richtig. Und wir spielten ja permanent draußen. Also mein Leben als Kind fand mehr oder weniger außer Essen und Schlafen draußen statt, in der Natur. Und vielleicht liebe ich dieses Lied aus meiner Kindheit deshalb so, weil ich mich mit der Natur verbunden fühle. Und wer es von euch kennt, kann gerne mitsingen. Das Lied heißt Unsere Heimat. Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft und die Tiere der Erde. Und die Fische im Fluss sind die Heimat.
Schöne und wir schützen sie, weil sie dem Volke gehören, weil sie unserem Volke gehören. Ja, mir ist gerade was gekommen während des Liedes. Und zwar habe ich in meiner Jugend einen Freund gehabt, der zu den Skinheads rübergelaufen ist. Und ich hatte die bei mir im Keller sitzen und habe die dann auch rausgeschmissen. Habe mich dadurch aber viel mit diesem Thema beschäftigt. Und mir kam gerade so, ist ja so, dass alles, was wir abspalten, uns in irgendeiner Form im Außen wieder begegnet, die uns vielleicht nicht so ganz gefällt oder vielleicht extrem ist. Und diese Form von Rechtsextremismus ist vielleicht dazu da, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir diesen Stolz auf unsere Heimat und diese Liebe zu unserer Heimat nicht mehr in uns spüren. Lass das mal so als Frage stehen. Und Horst, wäre toll, wenn du jetzt noch ein paar Töne spielen könntest. Einen wunderschönen guten Morgen, meinerseits. Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute hergefunden habt. Das war Beginn, den heutigen Tag möchten wir nicht nur auch grüßen mit dem schönen Lied, das war sehr schön, einen halben Dank, sondern mit einer kleinen Meditation, die ich gerne mit euch jetzt machen wollen. Denn es ist wichtig, dass Frieden auf der Erde wieder einkehrt. Dabei ist es entscheidend, dass in erster Linie Frieden bei uns selber einkehrt. Und so bitte ich, dass ihr für ein paar Minuten die Augen einfach zumacht, setzt euch aufrecht hin. Spür dich hinein in deinen Körper, dass du angekommen bist und jetzt hier bist. Du siehst hier und nimmst wahr, was hier jetzt gerade abläuft. Stell dir vor, in den Händen hältst du eine kleine Kerze. Und diese Kerze brennt. Halte diese Kerze liebevoll in den Händen und spüre dich hinein, wie sie brennt und was sie dir sagen will. Beobachte dabei die Flamme, wie sie brennt. Brennt sie ganz gerade oder wackelt sie in alle Richtungen? Schau dir die Kerze an und sag innerlich einfach: Ich bin Frieden. Ich bin Frieden. Wir sind Frieden. Du schaust dich jetzt an und nimmst dabei die Menschen wahr, die in diesem Raum sind.
Und stell dir vor, alle, die da sind, halten so eine Kerze in ihren Händen und schauen dir gerade liebevoll an. Und du kannst das richtig wahrnehmen und hören, wie andere Menschen sagen, ich bin Frieden. Ich bin Frieden. Ich bin Frieden. Du nimmst die Menschen wahr, die in dem Raum sind und halten ihre Kerzen in ihren Händen. Und jetzt stell dir mal vor, in dem Augenblick, jetzt gerade, halten alle Menschen auf der Welt ihre Kerze vor sich. Die Menschen schauen dir voller Dankbarkeit, Demut und Nächstenliebe an. Und in dem Augenblick sagt die ganze Menschheit, wir sind Frieden. Wir sind Frieden. Wir sind Frieden. Du kannst all die Gesichter wahrnehmen, die dir begegnen wollen. All die Seelen, in denen du dich hier treffen sollst, um gemeinsam den Frieden auf der Erde zu machen. Jetzt schau dir deine Kerze an, die Flamme, wie sie jetzt brennt. Und jetzt schau die Flamme ganz genau an und stell dir vor, das bist du. Und jetzt sagst du für dich ganz innerlich an dich. Dabei schaust du die Flamme an und stellst dir vor, das bist du. Und sagst, ich bin Frieden. Ich bin Frieden. Ich bin Frieden. Jetzt bedankst du dich bei der Kerze und bei der Flamme für all das, was sie dir wiedergespiegelt hat und für dich da war. Und bedanke dich recht herzlich bei dir selber, einfach dafür, dass es dich gibt und dass du heute da sein darfst. Tief ein
jetzt alle gemeinsam sagen wir dreimal, wir sind Frieden. 3, 2, 1. Wir sind Frieden. Wir sind Frieden. Wir sind Frieden. Dir an, nimm dich und deinen Körper wahr. Nimm die Energie, die jetzt im Raum schwebt. Und jetzt, wenn du willst, kannst du ruhig deine Augen aufmachen. Vielen Dank, dass ihr diesem Innehalten jetzt gerade so stark den Raum gegeben habt. Das ist so wichtig. Nehmt es mit in euren Alltag. Ja, dann darf ich begrüßen Jaschislav Seewald, der uns einiges zu unserer Verbindung zu Russland erzählen möchte.
Ehrlich gesagt, nach all dem, was passiert ist, spüre ich, dass das Wesentliche schon gemacht wurde. Mehr Frieden in die Welt ausgestrahlt. Das war eigentlich sehr wichtig. So ist es sehr oft, dass der Mensch denkt und Gott lebt. Man hat mir ausgehandelt, dass ich nur eine Stunde reden werde. Deswegen werde ich versuchen, das auch einzuhalten. Aus dem Grund werde ich bei bestimmten Themen nicht zu tief einsteigen können, sondern einfach nur ansprechen, weil es jetzt gesagt werden soll, damit das Bild rund wird. Das ist das Entscheidende, dass ihr heute nach dem Tag auch nach Hause geht, gestärkt, friedfertig, aber auch zuversichtlich, dass wir die Zukunft gestalten können und werden. Wir gemeinsam. Entscheidend dabei ist, dass wir ein Ziel anstreben, alle gemeinsam. Dann wird sich das auch schnell materialisieren, das, was wir wollen. Heute werde ich sprechen über das deutsch-russische Bündnis für die Befreiung der Menschheit. So haben wir das heutige Thema genannt. Ich hoffe, man kann mich auch hinten jetzt gut hören. Kann man mich gut hören? Passt. Vorne denke ich mal auch, ist das richtig, oder? Wunderbar. Und zwar, ja, ich möchte jeden Einzelnen nochmal sehr herzlich begrüßen, der sich die Zeit genommen hat, heute nach Halsfeld zu kommen, in die Mitte Deutschlands, um heute dabei zu sein. Es ist ein hervorragender Tag heute. Nach dem slawisch-arischen Kalender ist heute der Tag des Krishna, also Krishna. Und es geht um die Weisheit, und so ist auch gestern sehr viel Weisheit passiert, und auch heute bestimmt durch weitere Referenten wird sehr viel Weisheit ausgestrahlt. Entscheidend dabei ist, dass ihr das Licht mitnehmt und auch selber es aufstrahlt. Wenn ihr nach Hause geht zu euren Freunden und Bekannten, lasst die spüren an der Energie, die ihr von Allswelt mitnehmt. Wie gesagt, das Thema ist das deutsch-russische Bündnis. Kurze Zwischenfrage. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen. Wie gesagt, wir werden jetzt im Tempo durchlaufen, bestimmte Sachen. Deswegen wundert euch nicht, dass ich jetzt im schnellen Tempo jetzt anfangen werde zu reden. Kurze Zwischenfrage. Wer war gestern nicht da? Bitte Hand hoch. Gestern Abend, ja? Also nicht da. Gut, alles klar. Frage. Wer von euch alle da, die sind, kennt mich, hat entweder eine Lektion teilgenommen, Internetvideos geschaut, meine Seite besucht, bitte Hand hoch. Wer kennt mich überhaupt? Hm? Ja, nette Gäste, allgemein vorher. Gut, ein paar. Alles klar. Wer hat unseren Infobrief abonniert schon, also den wir rausschicken? Ein paar. Also, wenn ihr von mir weitere Informationen bekommen wollt, dann geht ganz einfach auf die Seite seewelt.ru, und dort gibt es auf der rechten Seite die Möglichkeit, unseren Infobrief zu abonnieren, dass ihr Möglichkeiten bekommt und weiteres Wissen von uns, also was wir geben, Einladungen oder Informationen, sonst wer aller Art. Und zwar, Hand bitte hoch, wer hat die Bücher über die Anastasie gelesen? Dass ich weiß. Schön. So, auch schon. Wird Zeit, dass du den Rest auch liest. Andere Frage. Wem gefällt die Arbeit, die Wladimir Putin macht? Bitte Hand hoch. Alles klar. Und zwar, wer ist der Meinung, dass aus Russland eine besondere Aufgabe in der neuen Zeit hat? Bitte Hand hoch. Schön. Freut mich sehr, dass diese Medienpropaganda doch nicht so wirkt, ja, was sie eigentlich bewirken sollte. Deswegen freut mich sehr, dass hier so viele aufgeklärte Seelen sind. Kurz überhaupt zu meiner Persönlichkeit, dass ihr überhaupt wisst, wer heute von euch dasteht und mit euch das Wissen teilt.
Vollständig heiße ich Vyacheslav Vasiljevich Seywald. Also das ist mein vollständiger Name. Oder kann man auch kurz sagen, Vyacheslav Seywald. Also wie man eigentlich schreibt, so spricht man auch aus. Vyacheslav. Dabei ist die Betonung auf Slav, muss man machen. Ich selber bin geboren in Russland, besser gesagt in Sibirien. Mit Russland bin ich auf die Welt gekommen, in diesen Körper, um in dieser Inkarnation diese Erfahrungen hier zu machen. Also seit über 16 Jahren bin ich schon in Deutschland. Genieße den Vorteil, dass ich beide Staatsangehörigkeiten genieße, sowohl die deutsche wie auch die russische. Deswegen bin ich eigentlich heute der, kann man sagen, der Vertreter der russischen Föderation oder der russischen Zivilisation hier. Ich bin selber Geschäftsmann seit mehr als 10 Jahren. Gestern war das Thema Unternehmer, dass wir Geld verdienen dürfen. Freilich dürfen wir Geld verdienen, denn von was sollen wir alle leben? Entscheidend ist dabei ganz einfach, was wir mit dem Geld machen. Denn Geld ist auch nur eine Energie. Und entscheidend dabei ist, wie gesagt, wohin diese Energie fließt. Wir haben selber mit meinem Bruder Ivan Seywald, der heute auch mich auch begleitet, dieselbe Dienstleistung von den Tätigkeiten, die ich so unter anderem ausübe. Ich bin Unternehmer, russisch-germanischer Zukunftsforscher und Experte für Menschheitsführung. Und die Themen, also mit denen wir uns beschäftigen, sind unter anderem globale Politik, Methoden der Menschheitsführung und die vedische Weltwahrnehmung. Also das sind die Themen, mit denen wir uns unter anderem beschäftigen und die wir auch weitergeben. So gut uns das gelingen mag. Und zwar kurz zu dem, was ich überhaupt hier mache in der Seywald-Dienstleistung, damit ihr wisst. Also wir haben die Seywald-Akademie, wo die Menschen im Moment übers Internet sich weiterbilden können. Das sind kostenpflichtige Weiterbildungen, also so Internetlektionen. Deswegen, wenn jeder sich auch weiterbilden möchte, ist natürlich recht herzlich eingeladen, in der Seywald-Akademie teilzunehmen. Wir bieten kostenfreie Internetkonferenzen, wie wir das vorher mit dem, oder vor einiger Zeit mit dem Michael gemacht haben, oder mit dem Honigmann haben wir eine Konferenz gemacht. Und werden wir in absehbarer Zeit noch viele weitere interessante, auch kostenfreie Internetkonferenzen anbieten. Wie gesagt, jeder ist da recht herzlich eingeladen. Und auch, was wichtig ist, erzählt bitte auch weiter von den Menschen davon, dass es die Möglichkeit gibt, eigentlich von zu Hause aus her, sich auch hier weiterzubilden, auch hier zu informieren und entsprechend Fragen zu stellen, wie das letztes auch der Michael wurde auch mit Fragen bombardiert, kann man sagen. Ja. Deswegen bieten wir auch solche Internetkonferenzen an, weil es sehr wichtig ist. Wir bieten auch solche Seminare an, wie heute, dass man uns irgendwo einlädt, dass wir auch auftreten können und unser Wissen teilen, Honorarberatung, dass wir ja, als Trainer ja, zur Seite stehen oder auch ja, Berater, kann man sagen, bei entsprechenden Sachen, ob das jetzt finanziell, die Verbindung mit den anderen und so weiter. Wir haben auch einen Blog, auf, das ist wie gesagt die Hauptseite, ist die Moment, die wir haben, Seywald.ru. Sie kann sich jeder merken und dort einschauen. Falls ihr mehr über Russland und Putin erfahren wollt, es gibt eine Facebook-Gruppe, und zwar der vollständige Titel heißt Ich liebe Russland und ehre Wladimir Wladimirovich Putin. Aber wenn ihr einfach auf Google reintippt, ich liebe Russland und Facebook, dann werdet ihr schon sozusagen den Link bekommen, ja, und könnt ihr auch teilnehmen in der Gruppe. Und wir haben auch einen Internetladen, wo man entsprechende Bilder, Bücher und so weiter erwerben kann. Auch die Bilder, die hängen. Ich habe heute wahrgenommen, dass die Bilder jetzt heute hängen sollten. Deswegen wundert euch nicht, dass dort Bilder stehen und da auch der ein oder andere vielleicht kann im Moment damit nichts anfangen, aber die Energie wirkt und das ist das Entscheidende. Mir ist heute in der Früh noch sehr einiges bewusst geworden, und zwar, dass ihr eine Birke habt, ja, als Symbol, ja, bei euch. Ja. Und heute, wir haben den Ständer sozusagen mit den Bildern an die Birke angelehnt. Ja, und entscheidend war, das Zeichen, die Birke war ganz, ein Stamm, und dann teilte sich in zwei. Ja, also die Einheit zwischen männlich und weiblich ist sehr wichtig in der Zeit, und so wünsche ich mir sehr, dass in weiteren Konferenzen, also die hier gemacht werden, dass mehr zum Thema kommt, dass die Verschmelzung stattfindet in einer Einheit zwischen männlich und weiblich. Die Frage ist nur ganz einfach, warum bist du ausgerechnet jetzt auf diese Information aufmerksam geworden? Denn es hat einen Sinn, dass du heute da bist. Einfach wundert euch nicht, dass ich mit dir in der Duft umrede, ja, denn ich rede nicht mit den Körpern in erster Linie, sondern mit euch als Seelen. Und als Seelen sind wir alle gleichwertig für den Gott und auch gleich eigentlich in Anführungsstrichen, deswegen die freundliche und persönliche Du-Form. Es hat einen Sinn, dass du ausgerechnet jetzt auf diese Information aufmerksam geworden bist. Nun, die Frage ist nur welche. Und zwar ganz einfach folgendes: Gott redet mit uns unter anderem durch unsere Lebensumstände. Und weil du heute auch hier bist, redet so Gott mit dir. Jeder Einzelne ist Teil von Gott. Und wie gesagt,
wenn du heute hier bist, hat es einen Sinn. Entscheidend ist einfach, dass du für dich nach den Tagen spürst und wahrnimmst, was ist der Sinn deines Daseins hier heute. Fakt ist, wenn du schon heute hier bist, dann ist ganz einfach für dich die Zeit gekommen, weiterzuwachsen auf eine andere Ebene des Daseins und des Wirkens. Sonst würdest du heute gar nicht da sein. Aus dem Grund ist es wichtig, dass Gott mit dir redet. So, durch die Lebensumstände, durch das Wissen, was du bekommst und so weiter. Damit du wiederum jetzt weiter wachsen kannst. Denn das ist ja das Entscheidende, das ständig Forschung stattfindet. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema, also allgemein, ja, genau, der Transformation. Ja. Der Neugestaltung der Welt, und viele Menschen wissen ganz einfach nicht, warum ist es denn so, dass all das jetzt passiert, dass es gewisse Kräfte gibt auf die Welt, die gewisse Sachen steuern, die uns antun wollen, bestimmte Sachen und und. Und zwar ganz einfach, es ist wichtig, dass ihr jetzt mal wisst, ja, Gott als solches, ich nenne es einfach mal Gott, ja, also wer mehr interessieren will und erfahren will, wie gesagt, kann weitere Infos dann bekommen und wir schon finden. Und zwar, der Gott, vereinfacht gesagt, der hat göttlich und dämonische Wesenheiten geschaffen. Vereinfacht gesagt, Gott ist alles, was gibt. Gleichzeitig aber hat Gott zwei Hände, damit diese Wesenheiten sozusagen zueinander, ja, miteinander wie so eine Art im Spiel betreiben und in einem Spiel sind. Vereinfacht gesagt, wie es gibt Tag und Nacht. Alles hat seine Daseinsberechtigung und darf da sein. So ist es auch, diese beiden Wesenheiten, die dürfen da sein und jeder hat seine Aufgabe. Entscheidend dabei ganz einfach ist, dass jeder für sich erkennt, auf welcher Seite er ist und welche Aufgabe er in dieser Inkarnation hat. Nur ein Beispiel, wenn er anfängt Schach zu spielen, man entscheidet sich, entweder spiele ich mit weißen Figuren oder mit schwarzen Figuren. Es ist weder schlecht noch gut, sondern es hat beides Sinn. So ist es auch hier, der Tag und Nacht hat auch Sinn. In der Sprache ist einiges erhalten geblieben, dass es so ist, wie ich euch jetzt heute darstelle. Denn die Sprache ist unser Kulturgut und aus dem Grund achtet ganz einfach mehr auf die Sprache, was da rauskommt. Jetzt vereinfacht gesagt, stellt euch mal vor, das ist jeder Einzelne von uns selber. Und die Sprache bringt gewisse Schlüsse, warum wir auch sehr achten sollten darauf, welche Worte wir verwenden. Ich habe gesagt, es gibt göttliche und dämonische Wesenheiten. Vereinfacht gesagt, rechts, das ist zwar rein so gesehen, rechts ist immer göttlich. Rechtes Handeln, rechtes Gut, rechtes Denken, Gerechtigkeit, richtig und so weiter, das hat alles was mit rechts zu tun. Und links als solches, linkes Handeln, gelink, linke Sau, vom linken Fuß aufgestanden und so weiter, das ist eher was nicht so Produktives ist sozusagen. Aber wir haben sowohl rechts wie links. Deswegen dürfen die beide da sein, ja, und hat alles einen Sinn. So ist es auch mit dem Gott, dass er, vereinfacht gesagt, hat diese zwei Wesenheiten geschaffen, sowohl die göttlichen wie auch die dämonischen Wesenheiten, damit die einen sozusagen, ja, die göttlichen, zum Lichte streben, ja, also wieder zu dem Ursprung, und die anderen, die dämonischen Wesenheiten, die sollen die daran hindern, dass die mehr zum Gott gehen. Also so wie eine Art Trainingspartner füreinander. Und die Ahnung und der Gott stellt uns jetzt gewisse Aufgaben und Herausforderungen, damit wir die ganz einfach meistern und selber zum Meistern werden. Und letztendlich zum Gott. Nur zu den Göttern als solches. Aus dem Grund möchte ich ganz einfach euch sagen, dass all diese Banker oder sonstige, wie ihr alle kennt, Rothschilds, Rockefellers und wer auch immer, ja, die erfüllen ganz einfach ihre Aufgabe. Entscheidend ist, wir lassen die sein, so wie die sind. Sollen die sein, wenn die sich entschlossen haben, in dieser Inkarnation ihr Spiel so zu spielen. Ganz einfach, für uns ist wichtig, wohin wollen wir streben. Das ist das Entscheidende und aus meiner Sicht mehr zur Sonne, wieder zum Licht. Deswegen ist es so eine Art hier, auf der Erde ist es so wie ein Spiel. Die Frage ist nur ganz einfach, wozu kommen wir dann hierher auf die Erde? Hat sich jemand schon mal die Frage gestellt, wozu bin ich denn eigentlich da? Wachsen. Wachsen auch. Wohin wachsen? Zum Licht. Zum Licht, genau. Unsere Ahnen haben ganz einfach immer gesagt, und zwar, das Ziel war hier ein Ass auf der Erde zu werden. Und Ass heißt Gott, der auf der Erde lebt.
Ihr kennt es ja vielleicht schon, in der deutschen Sprache ist noch ein bisschen halten geblieben, auch das Wort Ass. Wer weiß, wer Ass ist? Mhm. Wer? Wer noch? Kartenspiel. Welche Karte? Die höchste, genau. Und zwar, es gibt aber auch ein Sport-Ass, ein Flug-Ass und so weiter. In dem Fall ist das was? Der ist Flug-Ass, in dem Fall, der fliegt wie Gott. Also es ist der Höchste, der Beste. Und so war das immer für unsere Ahnen die Ausrichtung, sich zu einem Assen zu entwickeln. Man muss es mal werden, ja, es ist nicht so. Jeder hat zwar von Haus aus sozusagen gewisse... Moment, lass ich es vorstellen. Veranlagung, gewisse Veranlagungen, aber nicht jeder wird das in der Inkarnation erreichen. Entscheidend ganz einfach ist, dass man dorthin strebt und das anstrebt. Interessanterweise, ich habe heute gestern einen Flyer gesehen, und zwar war Mann und Frau auf dem Flyer abgebildet und es stand dort Assendorf, ja, von einer Frau. Und das war sehr schön, ja, auch das zu sehen, die Bestätigung, dass wir eigentlich hier mit dem Wissen und mit der Zeit jetzt richtig liegen. Nun, die Ausrichtung war immer, dass wir uns zum göttlichen Wesen entwickeln. Dessen sollten wir uns wieder hier bewusst werden, dass eigentlich das die wichtigste Aufgabe ist, wozu wir hierher auf die Erde kommen. Eigentlich zu lernen, zu wachsen, natürlich, ja. Aber wohin zu wachsen? Zu einem Gott. Und entscheidend dabei ist auch, dass, vereinfacht gesagt, Frauen Göttinnen werden und die Männer Götter werden. Und sich auch die sich so begegnen, letztendlich, ja. Gott als Gott und Göttin. Und auch mit entsprechenden Einstellungen und so weiter. Die Frage ist nur ganz einfach, wie sind denn jetzt dann unsere Ahnen hierher auf die Erde gekommen? Also auf diese Erde. Vor langer, langer Zeit, also vor langer, langer Zeit, langer Zeit, gab es im Kosmos eine Schlacht, wo unsere Ahnen dann gezwungen wurden, ihre Planeten, was die meisten kennen als Planeten, oder wie wieder zu sagen, ihre Erden zu verlassen. Denn Planet als solches, das ist aus dem Altgriechischen, kommt das und heißt wandelnder Stern als solches, eigentlich im Kosmos wandelnder Stern. Und unsere Ahnen haben immer gewusst, dass wenn ein, in Anführungsstrichen, ein Planet, ja, um eine bestimmte Achse sich dreht, ist es kein wandelnder Stern, sondern er befolgt eine bestimmte Laufbahn. Und deswegen haben wir auch gesagt, immer Erde. Nicht Planet, sondern Erde. Und zwar, unsere Ahnen mussten dann von Tausenden und Millionen Jahren ihre alte Erde verlassen, weil es eine große Asse gab, also eine große Schlacht im Kosmos. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie die dann kamen und so weiter, sonst wäre es zu viel. Nur, dass ihr einfach mal wisst, es gab eine Schlacht und die sind dann mit Raumschiffen hergekommen. Also in den vedischen Schriften, Vaidman, Vaidmara und so weiter, ist das alles ja noch erhalten geblieben, diese riesigen Raumschiffe. Und zwar, auf dieser Erde gab es ja früher ein anderes Klima und eine andere Ausrichtung der Erde. Wieso unsere Ahnen dann sich niedergelassen haben in der Area, also zwar im Norden sozusagen, also im Norden, was wir heute auch hier haben. Und zwar, den Ort haben die genannt Daria, ja, oder wie das im Griechischen noch kennt, Hyperborea. Wer von euch hat schon von Hyperborea gehört? Mhm, schön. Super. Also unsere Ahnen haben diesen Ort Daria genannt. Und zwar, Daria, in dem Fall ist gemeint, Dar Aria, also das Geschenk den Aria. Ja. Und es gab vier Inseln, so haben die sich dann die vier Stämme auf vier Inseln geteilt, in der Mitte gab es einen Berg. Diese Karte hat Gerhard Mercator im 16. Jahrhundert, glaube ich, gemalt. Also das ist eine Karte von europäischen Kartografen, die er aufgezeichnet hat. Und es gab auch noch eine andere Karte, ja, und zwar, wie ihr oben seht hier, gibt es auch noch diese vier Inseln angezeichnet. Auch Nordamerika, Südamerika, auch hier andere Gegenden, Afrika und so weiter. Aber wie ihr hier deutlich seht, ja, hier Inseln und so weiter. Das sind, wie gesagt, alte Karten. Auf neueren Karten werdet ihr überhaupt das nicht finden. Ja, und weil es ganz einfach ist, dass es diese Kräfte, die uns nach unten ziehen sollen, ja, also ihr erinnert euch, Trainingspartner, die sind natürlich daran interessiert, dass wir so viel wie möglich vergessen von dem Ursprung, wer wir sind, wozu wir her auf die Erde kommen, denn nur dann können die auf uns parasitieren.
Aus dem Grund ganz einfach, der Schlüssel ist, dass wir uns wieder bewusst werden, wer wir sind, wozu wir da sind und gemeinsam die Zukunft gestalten. Und zwar, die Daria, das war eine Gegend, wo unsere Ahnen ziemlich lange gelebt haben, bis gewisse Ereignisse hier auf der Erde passiert sind. Kurz zurück. Wem ist schon aufgefallen, dass wir Weiße, mit Weiß natürlich meine ich Menschen, die weiße Hautfarbe haben, wir Weiße unterschiedliche Augenfarben haben? Wem ist das schon extrem aufgefallen? Wer weiß, warum wir unterschiedliche Augenfarben haben? Die Frage ist nur. Jeder Mensch, der unterschiedliche Augenfarbe hat, auch ein spirituelles Territorium auf diesem Planeten. Die Frage ist nur aber ganz einfach: Warum haben überwiegend nur Weiße eine unterschiedliche Augenfarbe? Nicht nur Weiße. Überwiegend. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel Semiten und so weiter, Chinesen und so weiter, meistens haben die überwiegend dunkle Augenfarbe. Gibt es Chinesen, die auch helle Augenfarbe? Gibt es? Ja. Allgemein ist es so, dass überwiegend nur die Weißen eine unterschiedliche Augenfarbe haben. Nur die Weißen. Wie gesagt, wenn ihr euch anschaut, Semiten, Afrikaner und so weiter, wie gesagt, das ist nichts abwertend, nichts, sondern selbst beim Wort Rasse, ja, verwenden die Menschen heute Rasse als Begriff, den sie eigentlich nicht wissen, was das überhaupt bedeutet. Rasse ist eine Abkürzung von vielen, also von mehreren Worten, wo unsere Ahnen das interpretiert haben, wo es hieß, Rady Asav, Strane Asav, also das Wort Rasza, wie unsere Ahnen verwendet haben, heißt Stämme der Assen vom Land der Assen, also von der Aare. Deswegen Rasza, oder wie nachher vor Russland genannt wird, Rasha, obwohl Russie geschrieben wird. Übrigens zu dem Wort, was der Bernd gestern gesagt hat, Rishi, Rasha und so weiter, das geht alles in diese Richtung. Und zwar, nur dass ihr mal wisst, von unseren Stämmen, also von den slawisch-arischen Stämmen, gab es letztendlich, wenn wir so alles vereinfachen, vier Stämme insgesamt. Und zwar, es gab zwei slawische Stämme und zwei arische Stämme. Es gab die Arier haben solche Farben gehabt, also Darice und Harice haben diese Farben gehabt, und die Slawen oder Slawiane, ja, Rassene haben so eine Farbe gehabt von den Augen, und Svetaruse so eine Augenfarbe haben. Das geht ganz einfach, hat folgenden Hintergrund. Wie ich schon gesagt habe, dass unsere Ahnen von verschiedenen Erden hierher auf die Erde kamen. Und je nachdem, in welchem Spektrum die Sonne durchschien, auf ihren Erden, so eine Iris hat sich dann bei ihnen geformt. Mit der Zeit, ja, dass die alles richtig wahrnehmen. Und unter anderem, wie gesagt, das ist der Grund, warum wir überwiegend, wir Weiße ausgerechnet, ja, unterschiedliche Augenfarben haben, weil unsere Ahnen, wie gesagt, von unterschiedlicher herkam. Nun, die Frage ist nun, wer waren unsere Ahnen und welche Kultur haben die überhaupt gelebt? Wer kann mit den Bildern was anfangen? Auf wen wirken die diese Bilder? Das ist auch interessant. Gut. Und zwar, die vedische Kultur war vereinfacht gesagt immer darauf so ausgerichtet, dass unsere Ahnen immer ihre Ahnen verehrt haben. Ja, also das war immer wichtig für unser, ja, für uns immer, ja, immer der Ahnenkult war immer sehr wichtig. Aus dem Grund, es gab gewisse Werte, Traditionen und so weiter, einfach eine gewisse Lebensweise, die so ausgerichtet war, dass, wenn man es richtig gelebt hat, sich letztendlich man zu einem Assen entwickeln konnte. Und zwar die vedische Kultur war daraus auch so ausgerichtet, einfach gesagt, nicht in erster Linie die äußerliche Welt zu perfektionieren, sondern die innerliche Welt. Weil unsere Ahnen gewusst haben, dass letztendlich ist das, was zählt, die inneren Werte. Und das ist das, was bleibt. Ich verrate euch hier auch ein Geheimnis. Es gibt zwei Sachen, die dir keiner wegnehmen kann. Das ist das Wissen, was du dir aneignest, und deine Erfahrungen. Nur das nimmst du mit. Das letzte Hemd hat keine Tasche, wie man so schön sagt, aber zwei Sachen nehmen wir mit, auch unter anderem Wissen und unsere Erfahrung.
Deswegen unsere Ahnen haben die vedische Kultur gelebt, auch in der. Nun, es sind aber gewisse Sachen passiert. Es gab gewisse Schlachten, kosmische Schlachten und so weiter, dass die den alten Ort verlassen mussten, die Darya. Wie hatten jetzt aber dann die Verteilung der Stämme stattgefunden? Und zwar aus Norden, ja, haben die sich dann über das, was heute gesagt wird, Uralgebirge, kamen die nach Sibirien, die in die Altai-Gegend, und von da haben die sich dann verbreitet in die gesamte Welt. Also wie gesagt, ein Teil ist über die Beringstraße nach Nordamerika gegangen, ein Teil der Stämme ist nach heutiges sozusagen Indien gegangen oder zu den Draviden damals, ja, und hat die vedische Kultur und den Sanskrit und alles andere dann gebracht und hat dann gelernt die vedische Kultur. Ein Teil ist wie gesagt nach Persien gegangen, nach Europa hier, und ein Teil der Stämme, die sogenannten Anden, ja, sind dann übergesiedelt in eine Gegend hier, was dann später Antlan wurde oder das später Atlantis, wie das die Griechen genannt haben. Die Stämme der Anden, ja, und nach wie vor heißt es ja Land, auch in Deutschland Erde, also die Erde der Anden letztendlich, ja. Also waren es diejenigen, die in Atlantis damals gelebt haben, auch Vertreter unserer Stämme, die hierher auf diese Erde auch kamen. Deswegen ist es ganz einfach wichtig, dass diese heutige Verteilung, also Deutsche, Russe, Pole, spielt keine Rolle, wer dann die Verteilung stattfindet. Wichtig ist ganz einfach, dass die Menschen dieses Bewusstsein haben, wir gehören alle zum gleichen Stamm. Das ist das Entscheidende. Ja? Weil für unsere Ahnen war das immer wichtig, der Stamm als solcher. Ich muss weiter. Also nicht, dass ich euch, dass ihr jetzt meint, dass ich euch Schmand erzähle. Und zwar in New York, Brighton Beach, gab es diese Steine, und die liegen immer noch. Interessanterweise wurde das jetzt ans Land geschwemmt sozusagen. Und wurde jetzt sichtbar von einem Mann, der dorthin jetzt geschickt wurde. Die Frage ist nur, ja. Warum bauen die Amerikaner irgendwas aus Stein, wenn wir doch nicht wissen, was es überhaupt ist? Also das zeigt ganz einfach nur, dass es, also über die Bergstraße sind die anderen dorthin gegangen. Wer jetzt meint, dass, also nach unten sind keine gegangen, in Pakistan. Ja, kann einfach nur reintippen, Kalasche. Also es gibt noch manche, sozusagen, früheren Siedler, also von unseren Ahnen, die auch dort leben. Zwar gibt es nicht so viele, weil die auch hier verfolgt wurden und so weiter, aber selbst in Pakistan leben noch Menschen, Vertreter unserer Stämme. Das wird dann genannt Indo-Europäer oder Altarier oder sonst wie gesagt. Ich will jetzt nicht an Begriffen sich jetzt festhalten, ganz einfach sind, das sind unsere Vertreter und ein Menschen unserer Stämme, die sich einfach ausgeteilt haben, auch auf dem gesamten eurasischen Kontinent. Früher war das hier auf dem gesamten eurasischen Kontinent, das war früher ein Reich hier. Und zwar hier, es wird dargestellt, die Tartarier. Also es gab eine europäische Tartarier, ja, und es gab dann später eine russische Tartarier. Karte aus dem 18. Jahrhundert in Enzyklopädie Britannica. Und zwar, wo die Briten auf, also im ersten Enzyklopädie gezeigt haben, das größte Land auf der Erde, Grand Tartarie, also die große Tartarie. Also wenn das die große Tartarie aus dem 18. Jahrhundert war, und das ist die europäische Tartarie, wie gesagt, der gesamte Ort, ja, also dann zeigt es ganz einfach, es war früher ein Reich, ja, also von unseren anderen. Übrigens, wer mehr darüber erfahren möchte, kann auf in eine Suchmaschine das Vermächtnis der Kelten eintippen und wird auf einen Film geleitet von Servus TV. Dort wird ganz einfach gezeigt, dass die sogenannten Kelten, ja, sehr stark mit den Briten kooperiert haben. Entscheidend ganz einfach ist, also welche Sprache haben die ganz einfach gesprochen, wenn die Handel betrieben haben zum Beispiel. Das zeigt, früher gab es auch nicht nur eine Kultur, sondern auch eine Ursprache, mit der die Menschen miteinander kommuniziert haben. Weil so mit Fingern miteinander zu kommunizieren ist halt schlecht. Ja? Also man braucht irgendeine andere Sprache. Unsere Ahnen haben auch sehr unterschiedliche Schriften verwendet. Es gab unterschiedliche Schriften für unterschiedliche Anweisungen und für unterschiedliche Menschen, je nachdem von welchem Erkenntnisstand wir waren. Die Chariske Karuna, von der wurde dann später auch der Sanskrit, wie das unsere anderen genannt haben, oder Sanskrit, wie das heute kennt. Also das ist die Chariske Karuna, gab es eine der Priesterschriften, gleichzeitig aber gab es auch dann später für so einen normalen Gebrauch, ja, die Drevne Slavenske Bukvice, also diese Schrift auch, ja, Art. Das ist ein System. Als solches, wie gesagt, heute ist es, wird gesagt, A, B, C, D, das sind alles nur Töne. Bei unserer Kultur ist es so, dass hinter jedem Buchstaben steht immer gleich ein Bildnis. Also ein Bildnis, Bild als solches. Deswegen, A ist nicht nur A, also wie der Ton, sondern steht gleichzeitig auch für den Ast.
Also A, Gott, der auf der Erde lebt. B steht für Boge, Götter. W für Veten, Glagole, Dabro. Und wenn man eigentlich, also man kann so lesen, so, 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 egal wie man liest, wenn man nur das liest, As, weder die Götter, spricht das Gute, das gibt Leben. Zum Beispiel. Ja, und so kann man so lesen, wie gesagt, so, es ist eine Matrix. Deswegen, ich kann euch auch dann sagen, also wenn ihr hört, es gibt Menschen, die sagen, alles stammt aus dem Deutschen ab, oder also früher, wir haben alle nur Althochdeutsch gesprochen, dann sage ich denen, also ganz einfach, also bombardiert man mich, ehrlich gesagt, mit solchen E-Mails, ja, weil man meint, man muss mir jetzt was erklären, was diese Sache angeht, dann sage ich ganz einfach, jetzt definieren Sie mir zum Beispiel nur ein Wort, nehmen Sie auseinander und dann stockt das schon bei den Menschen. Weil die ganz einfach nicht wissen, wie dieses System funktioniert. Aus dem Grund, nur dass ihr wisst, es gab früher eine Ursprache als solches. Ja? Und noch ähnlicher oder noch am nächsten zu dieser 1-Ursprache sozusagen erhalten geblieben sind, das ist Sanskrit und Russisch. Diese zwei Sprachen. Deswegen, wer mehr das genetische Wissen bei sich beleben möchte, lernt auch Russisch. Wie gesagt, lernt Russisch, mein Leben, denn das ist die Sprache des Friedens. Dann kommt ganz einfach genetisches Wissen hoch. Im deutschen Alphabet, ja, sind noch einige Buchstaben erhalten geblieben. Es sind insgesamt 18 Stück, die noch ähnlich in dem deutschen Alphabet sozusagen erhalten geblieben sind, aus der 1 unserer Schrift. Das Zeichen Om, diese drei, ja, das war, bei uns war das zum Beispiel auch so ein Zeichen früher, was auch abgedruckt war, zum Beispiel für Om. Und zwar, die Frage ist nur ganz einfach, warum ist das Vedische Reich in der Form nicht mehr da? Vereinfacht gesagt, wie ich gesagt habe, ja, es gibt Menschen, diese Kräfte, das sind in erster Linie geistige Kräfte, die versuchen nach unten zu ziehen. So gab es gewisse Mächte, Menschen, durch welche diese energetischen Kräfte dann sich dann gewirkt haben. Und die haben vereinfacht gesagt, die Menschheit, symbolhaft, ja, mit diesem Auge, also ein Auge, die haben die Menschheit vom falschen Kurs abgebracht und bringen uns letztendlich jetzt in eine Sackgasse. Und zwar, viele kennen ja solches, die Weltregierung hat das Ende des Wegs zum Untergang fast erreicht. Also wohin die uns als Menschheit bringen. Denn mit ihrem unsittlichen Handel haben die uns in eine globale Systemkrise gebracht. Wie schaut es aus, warum weiß der Großteil der Menschen überhaupt nicht von dem Wissen, über was wir heute sprechen. Und zwar, es gibt eine Pyramide der gesellschaftlichen Führung. Und zwar, unten drunter ist das Volk. Also wir, die breite Masse. Wir sollen, vereinfacht gesagt, im Produktions- und Dienstleistungssektor dienen, ganz einfach, damit das ganze System am Leben erhalten wird. Über drüber gibt es eine sogenannte Elite. All diese Gruppierungen, die schaffen demokratische oder totalitäre Fassade, je nachdem, wie man braucht. Also die schaffen dieses Fassade dem Diktat der Wucherer. Und zwar über dem steht Staat, Regierung, Armee, Großkonzerne, Lobbyisten, all die ganzen Banken, Versicherungs- und Investmentgesellschaften, alle Zentralbanken, Nationalbanken, also auch die BIZ etc., verschiedene Geheimorganisationen und Geheimgesellschaften. Und über drüber auf dieser Pyramide, ja, dort steht die sogenannte Weltregierung, weil die meisten kennen ja schon das Wort, ja, die sogenannte okkulte Elite. Und von da werden Anweisungen nach unten befolgt, letztendlich, was uns alle hier betreffen soll. Nun, die Frage ist nur ganz einfach. Wie wird dann diese ganze Politik gemacht? Gestern war das Wort Politik, ja, also Innenpolitik zu machen. Dabei ist es wichtig, ganz einfach, dass wir wissen, welche Arten von Politik gibt es überhaupt. Ja, es gibt drei Arten von Politik, die meisten kennen nur zwei. Es gibt sowohl die Innenpolitik, das ist, wird auf die Landesregierung geübt, ja, oder durchgeführt, und es gibt die Außenpolitik, die wird von der gesamten Bundesregierung als solches durchgeführt, und das ist die Politik in Bezug auf die benachbarten Länder und Völker, die einzelne Länder durchführen. Und zwar, es gibt aber noch die dritte Art, und zwar die globale Politik. Die wird von der sogenannten Weltregierung ausgeübt. Das ist die Politik, die in Bezug auf die gesamte Menschheit durchgeführt wird. Für die spielt das keine Rolle. Deutschland, Russland, Polen, USA und so weiter, sondern für die ist als Menschheit, als solches von wichtigster Bedeutung. Nun, die Frage ist nur ganz einfach, diese Menschen, die hinter diesen Gruppierungen stehen, die versuchen ja schon seit längerer Zeit, in Anführungsstrichen, ja, das Vedische Reich in der Form ja zu zerstören, damit die Menschen ihren Ursprung sich nicht erinnern würden. Aus dem Grund haben die schon seit vielen Jahren versuchen, die letzte Bastion sozusagen, ja, des Vedischen Reiches, in dem Fall Russland, auch zu niederzumachen und den Geist auch auszulöschen. Denn das ist ja wichtig, immer der Geist ist auch der entscheidendste Träger. Es wird ja viel gesprochen,
Also um Deutschland dreht sich die Welt. Also die ganzen Kriege und so weiter werden um Deutschland gemacht und so weiter. Deutschland hat eine sehr wichtige Bedeutung. Aus unserer Sicht aber ist Deutschland wichtig, aber das Hauptziel war immer in dem Fall Russland. Und jetzt zeige ich euch warum. Und zwar im 18. Jahrhundert hat man den Napoleon aufgebaut, also diese Menschen, die sogenannte Weltregierung, die haben ihm Europa gegeben, der hat hier die ganze Europa rumgemacht, für einen großen Angriff, also der Feldzug hat in Russland stattgefunden. Der hat, wie gesagt, in Europa hier alles erobert. Was ist dann passiert? Wer weiß das Ende? Also die Kasaken waren in Paris. Also die Russen haben erfolgreich den damaligen Angriff abgewehrt, der sogenannten neuen Weltordnung. Also wie wir dazu sagen, neue Weltchaos oder neue Weltregime, was die installieren wollen. Deswegen ist es ganz einfach wichtig, dass ihr wisst, in den Begriffen neue Weltordnung, was die installieren, Ordnung ist immer was Gutes. Aber die wissen, die Begriffe, die wirken auch also in der Matrix. Deswegen ist es wichtig, also wie wir dazu sagen, wir sprechen nicht von neuer Weltordnung, sondern das neue weltweite Regime, was die installieren wollen. Die wollen ein Regime, ein faschistisches Regime installieren, und zwar nach dem indischen Prinzip wollen die installieren. Also wie gesagt, also das russische Reich hat sich dann ausgedehnt, später nachdem der Angriff dann erfolgreich abgewehrt wurde. Die haben erkannt, im 19. Jahrhundert, die Franzosen schaffen es nicht. Vereinfacht gesagt, im 20. Jahrhundert haben die dann die Deutschen dafür missbraucht. Die haben das Dritte Reich in der Form aufgebaut, Hitler finanziert und so weiter. Hier kleine Eroberungskriege gemacht. Und zwar, die haben dem Hitler sozusagen das ganze wirtschaftliche, menschliche und militärische Potenzial gegeben für einen Großangriff auf Sowjetunion. Also das war das Hauptziel, warum er unter anderem aufgebaut wurde, für einen großen Angriff auf Sowjetunion. Josef Stalin hat das zur richtigen Zeit erkannt, hat ihnen die Karten durchmischt und hat letztendlich geschafft, also den Angriff abzuwehren, weil die wollten ja, das war der zweite große Versuch, in dem Fall haben die dafür die Deutschen missbraucht, für einen großen Angriff auf Sowjetunion, in dem Fall der Russland. Es war immer Russland, nur hieß es ja auch anders. Deswegen hat Stalin geschafft, so eine eigene Zivilisation auch aufzubauen mit entsprechenden Ausrichtungen. Über Josef Stalin werden sehr viele Lügen erzählt, dass er angeblich Diktator war und so weiter. Nun, ich kann euch sagen, auch wie über Putin, Großteil von dem, was über ihn erzählt wird, stimmt nicht in der Form. Also es wird absichtlich, werden Lügen gemacht über ihn, um ihn schlecht zu machen. Deswegen werdet ihr hören über Stalin. Stalin war immer Diktator, der Mörder etc. Aber ihr werdet nie hören, Lügen, eure Lügen oder so, schlecht machen und über Lenin und Trotzki. Das waren eigentlich die Hauptmörderer, ja, und der Stalin hat ihnen die ganzen Karten durchmischt, weil die russische Zivilisation funktioniert nach bestimmten Prinzipien. Und das war, vom Gott wurde der Stalin zur richtigen Zeit geschickt. Und zwar, wie gesagt, der wurde aufgebaut, Sowjetunion, ja, ihr seht, schon auf der Erde hat großen Platz eingenommen, hat eine Daseinsberechtigung gehabt zu der Zeit. Die haben erkannt, die Russen kann man nicht auf der sechsten Priorität gewinnen, also auf kriegerische Art und Weise kann man die nicht erobern. Was haben die gemacht? Die haben nach dem Krieg den sogenannten Kalten Krieg angefangen. Kalter Krieg in dem Fall ist gemeint der Informationskrieg. Und der Informationskrieg läuft als solches immer noch an. Und die haben den aber erfolgreich durchgeführt. Und zwar, Russland hat eine Schlacht verloren. Sowjeten als solches gibt es jetzt nicht mehr in der Form. Es wurde zerfallen oder es wurde zerschlagen, wie wir dazu sagen. Und zwar durch bestimmte Prozesse, Mechanismen, die in Gang gesetzt worden sind. Aus dem Grund gibt es jetzt Russland in der Form, ja, und all die anderen Republiken als solches. Das heißt, ohne großen Krieg hat man jetzt Sowjetunion zu schlagen auf andere Art und Weise. Viele kennen aber nur Krieg mit Kugeln und so weiter, Bomben, Raketen, aber es gibt viel höhere Prioritäten, in denen man Krieg führen kann. Und zwar, der Kalte Krieg ist nicht vorbei, der Informationskrieg läuft weiter, auch natürlich gegenüber dem deutschen Volk und allen anderen Völkern, die auf der Welt leben. Fakt ist, Russland ist jetzt in seinen Grenzen auch wieder zusammengeschrumpft, die russische Zivilisation. Was ist denn da jetzt passiert? Wie haben die das auch geschafft? Es gab Pläne, die haben Sowjetunion erfolgreich zerteilt. Dann gab es Pläne, den sogenannten Hüstenprojekt, über die Zerschlagung Russlands in dem Fall. Über in verschiedene demokratische Republiken, wie es jetzt so schön bezeichnet wird. Ja? Es gab diese Kräfte, nachdem die Sowjetunion erfolgreich zerschlagen haben, war als nächstes wäre Russland dran gewesen. Und zwar, man wollte es in 30 bis 40 verschiedene einzelne Staaten teilen, denn die russische Föderation besteht ja aus vielen, sozusagen, Ländern oder sonst. Ja, also, Russland ist kein Land. Es ist wichtig, dass ihr wisst, Russland ist kein Land, sondern Russland ist eine eigene Zivilisation für sich. Dort leben über 150 verschiedene Völker.
es werden über, ich glaube, über 90 Sprachen wird dort gesprochen und nach 70 Sprachen sowas werden in den Schulen gelernt. Also ich habe ja gestern die Frage gestellt, wer kennt Russisch? Ja, ja. Wisst ihr eigentlich, dass Russisch die ständig meistgesprochene Sprache auf dem europäischen Kontinent ist? Wisst ihr nicht? Aber ihr wisst ja sicherlich, wohin, bis wohin der europäische Kontinent geht. Ural, genau. Und wenn wir einfach die Zahlen zusammenrechnen von Millionen Menschen, die leben und die ständig in einer Sprache sprechen, dann ist Russisch die ständig meistgesprochene Sprache auf dem europäischen Kontinent. Und wenn ihr nach Russland kommt, dort werden die Menschen wissen, was Geschäft heißt, guten Tag, Vater, Mutter, das sind ganz einfache Worte, so guten Tag und guten Abend. Dort kennen die Menschen das einfach. Aber in Deutschland, wer kennt überhaupt ein Wort auf Russisch? Die meistgesprochene Sprache. Спасибо. Спасибо. Übrigens unsere Art. Ja, Alemann. Благодарю. Für alles. Also, ich kann ganz einfach nur sagen, wer Russisch lernt, der wird sein genetisches Wissen schneller beleben. Und zwar, wie gesagt, es gab Pläne, man wollte Russland zerteilen. Nun, wie hat man das geschafft? Und zwar, die sogenannte Perestroika oder letztendlich der weitere Schritt der Zerschlagung hat stattgefunden. In den 90er Jahren haben wir ja gelebt in Russland. Und 1989 hat ein Brot, ja 25 Kopeken, so viel wie 25 Cent gekostet. 1994 schon 100 Rubel. Also eine Steigerung um das 400-fache. 1994 sind wir von Sibirien an die Wolga gezogen, weil dort wollte man die Autonome Republik wieder aufbauen. Und zwar 1989 konnten wir uns so ein Auto, was wir uns dann 1994 gekauft haben, für 8000 Rubel kaufen. 1994 haben unsere Eltern schon für 11 Millionen gekauft das Auto. Also eine Steigerung um das 1375-fache. Nicht Prozent, sondern Fache letztendlich. Ja, also kann sich jeder vorstellen, was da für eine Hyperinflation gemacht wurde, absichtlich um die Mittelschicht zu enteignen. Ich kann euch sagen, das, was mir in Sowjetunion vorbereitet oder gemacht wurde mit Russland, bereitet man jetzt global gesehen auf die gesamte Menschheit. Ja, also die Mittelschicht zu enteignen. Und also unter anderem, da machen wir die Honorarberatung bei den Menschen, die wissen wollen, was sie mit ihren Finanzen machen wollen, können die entsprechend von uns Empfehlungen bekommen, was man machen kann. Denn, ich habe eigentlich gar nicht gesagt, ich war ja 2003 bis 2000, Anfang 2009 war ich hauptberuflich in der Finanzbranche tätig, warum ich auch ein bisschen weiß, wie das Finanzsystem überhaupt funktioniert und was man tun kann und soll. Denn vereinfacht gesagt, das Leben geht immer weiter. Ja, entscheidend ist ganz einfach nur, wie es weitergeht. Irgendjemand, also jeder muss diese Tiefteil, der kommt, überbrücken. Die Frage ist ganz einfach nur, wie. In Russland haben wir es miterlebt, wie gesagt, es sind zwar turbulente Zeiten, aber das Leben geht weiter, trotzdem auch spannend, an welchem man lernen kann. Aber entscheidend ist ganz einfach nur, dass ihr wisst, eine Enteignung bereitet man jetzt gesehen weltweit vor. Die haben ja nicht nur finanziell das gemacht, sondern auch mit dem Krieg. Und zwar in Tschetschenien wurde der Krieg gemacht und Tschetschenien sollte da sozusagen das Feuer gelegt werden für die weitere Zerschlagung Russlands, damit weitere Republiken nachmachen können. Und rein vertragsmäßig gesehen war da schon alles unterschrieben, dass Tschetschenien in einigen Jahren aus der Russischen Föderation austreten sollte und andere sozusagen so Staaten hätten es nachgemacht. Und zwar, die russische Zivilisation und der Gott hat letztendlich zur richtigen Zeit einen entsprechenden Mann geschickt auf die Stelle, Wladimir Wladimirovich Putin. Als Premier zu seiner Zeit hat er gesagt, ganz einfach in einem Interview in Astana, auf die Frage, warum, was er in Tschetschenien macht, und zwar sagte er, wir werden die Terroristen überall verfolgen, am Flughafen, dann am Flughafen. Wenn ihr mich entschuldigt, bitte, wenn wir die in der Toilette erwischen, werden wir die in der Toilette fertig machen. Alles, die Frage ist endgültig geschlossen. Ganz einfach hat er damit gesagt, also hier wird es gemacht, Ende mit dem ganzen Jahr Geld verdienen am Krieg. Weil er gewusst hat, wohin das münden kann, und zwar, dass die russische Zivilisation auseinander weiterläuft, wie einst Sowjetunion zerfallen. Und er hat bewahrt, und das war eine der wichtigsten Aufgaben, was er gemacht hat, am Anfangsjahren die russische Zivilisation und Russland als solches in seinen Grenzen zusammenzuhalten, damit es nicht in einzelne Königreiche verfällt. Deswegen, wenn jemand auch will, einzelne Königreiche wieder zu machen, das ist ein Schritt zurück, sowohl in Deutschland wie auch ja global gesehen. Wichtig ist ganz einfach, dass wir im größeren Maßstab jetzt denken, überzug auf die gesamte Menschheit. Nun, ihr habt gesehen, Grozny 2000, Grozny 2013. Ja, dank vielen Spritzen, viel Arbeit, die auch Putin gemacht hat, um die Menschen, die ich kenne vor Ort und auch andere Menschen, das ist Grozny, wie gesagt, 2013.
Das nur so viel dazu, Jugoslawien und so weiter, ob es solche Bilder dort noch zu sehen gibt, nach all den Jahren. Nun, was hat der Staatsmann Wladimir Wladimirovich Putin gemacht? Wie gesagt, auch über ihn werden sehr viele Lügen erzählt. Ich verfolge seine Arbeit schon knapp über 10 Jahre, kann man schon sagen. Wieso ich da ein bisschen auch dazu was sagen kann, was er eigentlich sagt und macht. Und der Mann ist vom hohen Range her im Vergleich zu allen anderen Politikern, die im Moment so auf der Welt sind. Wieso das der beste Staatsmann aus meiner Sicht aus mehr als 100 Jahren ist. Nun, in welcher Position befindet sich Putin? Der Putin befindet sich und befand sich und befindet sich immer noch in einem Dreieck der Lobbyisten. Die wichtigste Lobby ist die jüdische Lobby, britische und amerikanische Lobby. Und alle, die drumherum wirken und haben alle Interessen. Auch in Deutschland kann man Putin ersetzen auf Merkel. Die ist genauso im gleichen Dreieck wie auch hier der Putin. Das ist das Länder der Menschheitsführung und der Länder entsprechend. Ja. Und der Putin musste irgendwie umgehen, am besten, ja, und alle Interessen bedienen. Was er auch ja dann gemacht hat, und sieht man, dass er jetzt langsam aber sicher Russland auf den Erfolgskurs gebracht hat. Von den Medien als solches wird euch hier erzählt, es gibt in Russland keine Opposition, die wird unterdrückt, Menschenrechte werden unterdrückt und, und. Grund ganz einfach ist folgendes, dass die sogenannte russische Opposition oder die antirussische Opposition wird aus den USA finanziert. Wieso er jetzt die ganzen Gesetze gemacht hat, nicht Regierungsorganisationen etc. etc., was einfach ganz einfach dazu dienen sollte, dass die Geldspritze unterbunden werden soll. Als Putin in Deutschland war, hier vor einiger Zeit, also vor ein paar Wochen, hat er gesagt, ja, dass die Opposition und die ganzen Nichtregierungsorganisationen nur in den ersten 4 Monaten haben knapp 1 Milliarde US-Dollar bekommen. Ganz einfach, es wird auch mit unseren Steuergeldern, werden Menschen in Russland, der war sehr stark in den 90er Jahren, hat die Vernichtung Russlands mitgemacht, und Kasparov und so weiter. Mit unseren Steuergeldern finanzieren wir Menschen, die nichts anderes machen, die parasitieren und für den westlichen Menschen so eine Meinung darstellen sollten, also Presse fragt sie ja, dass in Russland, wie gesagt, Putin der allerschlimmste Diktator angeblich ist. Ganz einfach ist, nur dass man weiß, die arbeiten ihr Geld ab. Punkt. Es gibt halt solche Menschen, die haben die Aufgabe, ihre Heimat zu verraten. Eine Frage zum Verständnis. Unsere Steuergelder, sprechen Sie jetzt als Russe oder als Deutsche? Nein, als Deutscher. Ich bin auch der deutsche Staatsbürger. Auch über die Stiftungen, warum sich auch hier die Frau Merkel und so weiter aufgeregt hat, wohin fließt ja das Geld. Auch, aber die Stiftungen, die machen ja etwas, letztendlich politische Propaganda in Russland. Und das war besucht übrigens diese angebliche russische Opposition in den USA. Nun, ganz einfach, die Zahlen sprechen für sich, kann man mehr erkennen, für wen der Putin wirklich arbeitet. Das russische BIP in Zahlen im Vergleich zu 1990. Im Vergleich, wo der Jelzin war, war der Russland der beste Freund. Ganz einfach, ja, also man hat über Russland im Großen und Ganzen nicht gehört. Demokratie vom Feinsten und so weiter. Klar, es hat die Vernichtung der russischen Staatswirtschaft stattgefunden in dem Fall. Als Putin an die Macht kam, ganz einfach sieht man, wohin die Reise wieder geht. Mehr Renten werden bezahlt, Löhne etc. etc. Ganz einfach, er sieht, was er jetzt gemacht hat. Er hat jetzt das Geld sozusagen, lässt das Geld nicht in die Taschen von wenigen fließen, sondern für die breite Masse arbeiten. Und davon hat auch ja die westlichen Kräfte, also die haben ja immens Schiss. Nun, die Frage ist nur ganz einfach, wie geht Russland mit dem Informationskrieg um, der jetzt geführt wird auf Russland? Die wissen ganz genau, dass die Medien eine starke Wirkung haben auf die Menschen. Danke schön. Ja, 10 Minuten habe ich noch. Wir waren im Schnelldurchlauf und versuchen wir jetzt einige wichtige Themen anzusprechen. In unserer Seewald-Akademie, jetzt der Kurs, der jetzt demnächst rauskommt, wir planen demnächst einen Kurs zu machen, da kann man sich als Weiterbildung das Ganze erwerben und auch stundenlang sich das Wissen aneignen, weil das, was ich euch jetzt sage, das ist nur oberflächlich, damit ihr erstmal das Verständnis bekommt, warum ist es wichtig, ein deutsch-russisches Bündnis zu machen. Nun, die Russen wissen ganz einfach, die Medien sind ein sehr starkes Mittel der Menschheitsführung. Und viele hören ja oder wollen, Putin soll machen, Putin soll das ansprechen, etc. etc. Putin kann das nicht, in dem Fall, ja, weil Putin, der ist nicht allmächtig und hat nicht die ganze Macht über Russland und auch, der darf nicht alles sagen. Aber was er sagen oder sagen kann und machen, ist unter anderem, Russland hat Russia Today gegründet. Also das ist ein Fernsehkanal, ja, der vom Staat finanziert wird. Und zwar, es wird, wie gesagt, 2005 wurde es nur gegründet, über 20 Satelliten jetzt ausgestrahlt, empfangen in Sprachen Russisch, Englisch, Arabisch und Spanisch.
2000 Mitarbeiter arbeiten jetzt. Russia Today, nach eigenen Angaben, erreicht mehr als 600 Millionen Menschen weltweit jetzt. Und in Großbritannien ist Russia Today gemeinsam mit Al Jazeera der populärste englischsprachige Auslandssender. Erreichen da 2 Millionen Zuschauer. In den USA ist übrigens das der zweitpopulärste, nach BBC. Nun, Russland hat jetzt Russia Today gegründet, damit jetzt der Informationskrieg letztendlich gewonnen wird. Weil Russland hat eine Schlacht verloren. Ja, Sowjetunion gibt es in der Form nicht mehr, aber den Sieg werden die Sicherheit davon tragen, weil es so kosmisch her, so bestimmt ist. Nun, wie schaut es jetzt auch aus, wie Russia Today Erfolge erzielt? Auf YouTube. Also Russia Today ist die Nummer 1 der meistgesehenen Nachrichtenvideos auf YouTube. Und zwar einfach den Unterschied, dass man sieht, CNN, auch Nachrichtenkanal, ja, auf YouTube seit 2006, 44.000 Videos haben die gehabt, ja, und Abonnenten als solches, ja, haben die knapp 40.000. Und nur knapp 4 Millionen Videoklicks haben die gehabt. Russia Today ist seit 2007, also später dran, hat die Hälfte weniger Videos, knapp 700.000, mittlerweile sind schon knapp 800.000 Abonnenten haben die jetzt und knapp 1 Milliarde Klicks haben die erreicht. Nur im Vergleich zu dem, wer welchen Stoff liefert. Weil die Menschen dank des Internets können die sich jetzt frei informieren und die sind ganz einfach jetzt satt, den Lügen zu hören, was sogenannte Nachrichtenkanäle oder Desinformationskanäle, wie wir dazu sagen, auch hier verbreiten. Das sind ganz einfach, dass das Wissen, was Russia Today oder die Information gibt, wird nachgefragt von den Menschen weltweit. Nun, wie reagieren dann die westlichen Kräfte, die auch den Sie, also Angst haben davon? Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton von den USA sagte, während des Kalten Krieges haben wir ausgezeichnete Arbeit gemacht, um die Position Amerikas der ganzen Welt zu vermitteln. Ja? Wenn ihr auch in Deutschland anschaut, die Propaganda ist immer noch so vereinfacht gesagt, Amerika und USA, das sind die besten Freunde, Amerika und Israel sind die besten Freunde, Russland die Feinde. So ist diese Gehirnwäsche seit vielen Jahren wurde gemacht. Ja, aber die Clinton erkennt natürlich, die weiß ja, die ist ein bisschen mehr eingeweiht, wie die meisten von uns. Und die sagte, wir befinden uns offiziell im Kriegszustand, und zwar im informativen Krieg, und ich werde es Ihnen gerade sagen, wir verlieren diesen Krieg jetzt. Jo. Und zwar, die hat es gesagt, nachdem man das Interview gemacht hat über Russia Today bei ihr. Nachdem hat sie das gesagt, an den entsprechenden Auftritten. Nun, das sind diese Erkenntnisse, die die jetzt machen. Ja, die wissen ganz einfach, den Informationskrieg haben die schon verloren. Ja, weil die Menschen jetzt sozusagen, das Fass wurde jetzt aufgebrochen, was die selber eigentlich angefangen haben. Das ist nicht so, dass jetzt sozusagen die Russen jetzt da, die alle wieder bekehren wollen, sondern das sind, Russland ist immer, funktioniert immer so, es macht asymmetrische Schritte. Also wenn gegen Russland was gerichtet wird, wir machen die asymmetrische Schritte, damit es noch schneller und noch stärker wird. Das gleiche ist einfach gesagt, die Amerikaner wollen ein System installieren auf dem europäischen Boden, was gegen Russland gerichtet wird, Raketen. Putin sagt ganz einfach, er kann so viel installieren, wir machen asymmetrische Schritte, was viel kostengünstiger ist, aber unsere Raketen überfliegen alle eure Raketen. Und das ist nicht so, weil Russland jetzt will diesen Rüstungswettkampf, sondern es wird ihnen aufgezwungen. Das gleiche ist auch mit den Medien. Es ist nicht so, dass die Russen es wollten, sondern die sind im Krieg, auch wie wir in Deutschland, wir sind im Krieg, im Informationskrieg, deswegen reagieren die auch dementsprechend. Nun, Internet ist eine wichtige Waffe. Und zwar, hier in Deutschland wird gemacht, ein Wahlfälschung wurde gemacht und so weiter. Video steht auf Russisch, also die Fälschung der Wahlen in Russland, 4. März. Und hier wird ein Mann dargestellt, der gezeigt, dass hier, also der ist angeblich am Wahllokal und hier erzählt, ja, dass er eine Urne gefunden hat, wo die ganzen Wahlzettel für Putin ausgefüllt worden sind, dass der Putin der Staatspräsident werden sollte. Und der geht und zeigt ganz einfach, schaut, hey, wie eine Wahlfälschung gemacht wird. Und hier dann bei uns in Deutschland wird gezeigt, schaut, hey, es gibt Wahlfälschung in Russland, die Menschen sagen es ganz einfach, das sind Menschen, die ihre Arbeit tun und Geld abarbeiten. Nun, was der Typ und alle anderen, die das gemacht haben, nicht kapieren, ja, dass YouTube speichert, wann das Video hochgeladen wurde. Und zwar, das Video soll darstellen, die 4. März 2012, die Wahl. Problem ist ja für die, das Video wurde hochgeladen im Februar.
Ja, 2000, also Woche vorher. Und zeig schon ja, den 4. März, wie angeblich die Wahlfälschung gemacht wurde. Aber Problem ist für die meisten Menschen, die wissen nicht, was dort tatsächlich abläuft. Ja, deswegen hören die, was die Medien ihnen sagen, weil die haben ja nur diese Quellen bewegen und machen sich dementsprechend die Meinung. Ich kann euch nur sagen, ich bin ja selber nach München gefahren, ins russische Konsulat, um zu wählen. In unserem Bus, in dem wir gefahren sind, also von 65 Personen, haben knapp 90% für Putin gewählt, also gestimmt. Nur so viel dazu von den Zahlen, ob er wirklich vom Volk gewählt wurde oder nicht. Das Volk unterstützt ihn. Die Elite, die vom westlichen sozusagen Geld abhängig ist, weil es wird ja hier Geld aus der Luft gedruckt, Russland muss ja etwas anderes das Geld verdienen, die arbeiten das Geld ab und sind daran interessiert. Aber das Volk ist für Putin. Ja, sonst würden die nicht auf die Straße gehen und so viele Ergebnisse bekommen. Weil die ganz einfach wissen, dass im Moment der Putin das Beste ist, was Russland und der Welt passieren kann. Nun, vereinfacht gesagt, welcher kosmische Abschnitt hat jetzt gerade begonnen? Die meisten kennen ja von euch, es gibt ja unterschiedliche Kalender. Es gibt ja den gregorianischen Kalender, den islamischen Kalender, den Maya-Kalender, auch den jüdischen Kalender, der angeblich der älteste ist. Die Frage ist aber nun ganz einfach. Wir, die Slawen und Arier, haben etwa keinen eigenen Kalender gehabt. Waren unsere Ahnen etwa so blöd oder wir? Dass die keinen eigenen Kalender und keine eigene Zeitrechnung gehabt haben. Doch, die waren so klug. Denn die stammen ja aus dem Kosmos und haben auch einen eigenen kosmischen Kalender gehabt. Und zwar nach unserem slawischen Kalender läuft jetzt gerade das Jahr 7521 nach unserer Zeitrechnung. Also wer mit 2012 und 2013 den Weltuntergang erwartet, kann ich sagen, der ist schon längst vorbei. Je nachdem, nach welchem Kalender man sieht. Also nach dem islamischen Kalender dauert es noch einige Jahrhunderte, ja, bis der Weltuntergang passiert. Und zwar, warum wurde dieser Kalender in der Form, ja, also diese Zeitrechnung auch sozusagen versteckt? Ihr werdet im Internet im Großen und Ganzen davon nichts finden. Also wer das Post und so weiter haben will, auf sich das Ganze einwirken, bei uns im Internetland kann man es werden. Es ist so, weil vom Prinzip je älter die Zeitrechnung und das Datum eines Kalenders ist, umso älter das Volk und umso mehr Anspruch hat dieses Volk auf den Mensch, auf der Erde entsprechende Sachen zu machen. Also die Menschheit zu führen und so weiter. Warum man absichtlich alte Kalender und so weiter vernichtet und im Moment, wie gesagt, der jüdische Kalender, die haben das Jahr 5773 jetzt und das ist angeblich der älteste. Unser Kalender, wie gesagt, ist tausende Jahre alt, die 7000 Jahre ist nur der nächste Abschnitt der Zeitrechnung, aber wie gesagt, läuft jetzt das Jahr gerade 7521 gerade. Und zwar, aber unsere Ahnen haben gewusst, dass wir in gewissen Rhythmus leben und in gewissen Epochen. Und es gab einen neuen Beginn der neuen Epoche, die hat stattgefunden. Die Epoche des Fuchses ist zu Ende gegangen. Und zwar jetzt am 1.1.7521 nach unserem Kalender oder auch nach der gregorianischen Zeitrechnung am 23.19.2012 begann die neue Epoche, die Epoche des Wolfes. Und weil wir in Zeitabschnitt leben, auch in kosmischen Rhythmen, haben unsere Ahnen gewusst, ja, vereinfacht gesagt, für die nächsten 13.000 Jahre wird eine lichtvolle Zeit auf der Erde kommen. Ja, vorigen 13.000 Jahre war nicht so gute Zeit. Wieso die Epoche des Fuchses? Und ihr wisst ja sicherlich, Fuchs steht für Listigkeit, Betrug und so weiter, um Hauptsache an seine Beute zu kommen, Gier etc. Das war entsprechende Zeitqualität auch auf dieser Erde. Für weitere 13.000 Jahre, wie gesagt, eine lichtvolle Zeit beginnt er und das ist die Epoche des Wolfes. Und Wolf steht ja, was, der ist auch Waldarzt, der lebt in Rudeln und so weiter. Deswegen ist es wichtig, ja auch entsprechend in Stämmen wieder zu leben und entsprechende geistige Entwicklung zu betreiben. Wer das nicht macht, wie gesagt, der wird von der Energie vom Wolf sozusagen gefressen. Weil Wolf frisst die Schwachen und so weiter. Auf unter anderem. Nun, wenn ihr jetzt meint, ich erzähle euch jetzt einen Schmarrn mit 7000 Jahren und so weiter, noch nie davon gehört, etc. etc. Nun, in Russland gibt es, wie gesagt, einige Aufzeichnungen. Hier leider auf dem Boden wurde sehr vieles vernichtet, leider, aber es gibt noch einige Aufzeichnungen. Kriegsbericht aus dem Jahr 7412, glaube ich, Jahr 12 steht hier. 6.370 oder auch ein Grabdenkmal 7.113. Man hat in Russland noch lange Zeit verwendet, beide Zeitrechnungen, hier zum Beispiel in dem Fall, das ist 1904, glaube ich, ja, wenn ich so von der Seite sehe, das ist nach der Geburt Christi oder das 7.400. Und doch was nach der Erschaffung des Friedens. Übrigens, dieses Symbol auch, das zeigt ganz einfach, also wo der angeblich der heilige Georg sitzt und den Drachen durchsticht,
hat ganz einfach den Sinn, dass vor mehr als 7000 Jahren hat eine Schlacht stattgefunden, vereinfacht gesagt zwischen den Slawen und Arier, und also als Bündnis, und den sogenannten Chinesen. Sogenannten, ja. Und unsere Ahnen haben den Sieg damals gewonnen. Also die haben die Schlacht gewonnen, aber es war so eine große Schlacht, dass die danach eine neue Zeitrechnung gemacht haben. Wieso die 7521? Und als Strafe sozusagen haben die den damaligen Bewohnern gesagt, jetzt müsst ihr eine Wand bauen. Dass wir wissen, dass der kommt nie mehr zu uns sozusagen rüber. Von da kommt übrigens die sogenannte chinesische Mauer. Das war eine Grenze in der damaligen Zeit, die wohl unsere Ahnen ihnen aufgezwungen haben, dass sie es machen. Nun, was verlangt jetzt die neue Epoche? Vereinfacht gesagt, die neue Epoche, die jetzt stattfindet, die verlangt neues Denken. Das ist wichtig. Vom neuen Denken, dann kommt neues Handeln. Die meisten leben ja oder sind aufgewachsen im gregorianischen Kalendersystem. Deswegen selbst im gregorianischen Kalender, hier wird es bekannt, die Epoche der Fische als solches ist jetzt zu Ende und die Epoche des Wassermanns beginnt. Fisch steht als solches Symbol für Christentum. Das war das erste Zeichen. Das heißt, Christentum als Symbol für alle Religionen in dem Fall. Das heißt, die Epoche der Religionen geht jetzt zu Ende, denn Religion hat nicht unbedingt was mit dem Glauben zu tun. Und die Epoche des Wassermanns, in dem Fall Wasser steht Information, beginnt jetzt. Also neue Wissenszeitalter beginnt das jetzt. Nun, was ist dabei wichtig? Was wir auch sehr stark Wert legen. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich überhaupt entschlossen habe, hierher zu kommen. Weil ich gesehen habe, was er macht, deswegen habe ich gesagt, gut, die gehen in die andere Richtung, in die richtige Richtung, also andere meine ich, also andere wie die anderen, in die richtige Richtung, warum wir das auch mit unserem Wissen und unserem Dasein unterstützen wollen. Nun, vereinfacht gesagt, jeder Mensch hat entsprechendes Wissen, unterschiedliche Wissen, was er sich aneignet, Familie, Staat etc., also BRD, GmbH etc., also das sind alles Fakten. Fakten, Fakten und nur Fakten. Entscheidend dabei ist, es gibt nur zwei Weltanschauungen, zwei unterschiedliche Weltanschauungen. Es gibt die kaleidoskopartige Weltanschauung und die mosaikartige Weltanschauung. Die meisten Menschen haben eine kaleidoskopartige Weltanschauung. Und zwar, die haben viele Fakten, ja, aber diese Fakten sind wie im Kaleidoskop. Und ihr kennt ja sicherlich Kaleidoskop, man schaut, man dreht, verändert nur ein paar Fakten und schon ergibt es immer ein neues Bild. Ja. Aber es gibt Menschen, einige wenige, wohin wir aber auch alle anstreben sollten, die haben eine musikartige Weltanschauung. Die sehen die Welt im Ganzen sozusagen. Das alles hängt miteinander zusammen und alles ist miteinander verbunden. Deswegen, auch selbst wenn man gewisse Fakten austauscht in dem Fall oder hinzufügt, ändert das nicht am Gesamtbild. Es bleibt beständig. Ja, und es wird nur ergänzt und so weiter oder mit neuen Fakten, wie gesagt, hinzugefügt. Und das ist wichtig auch, was auch hier gemacht wird, hier wird die Gesamtheit berücksichtigt. Ja? Nicht nur Politik oder Finanzen, Gesundheit, sondern alles im gesamten Paket. Das ist wichtig, ganz einfach auch für eure Tun, auch für weiteren Erfolg hier. Ja, es ist wichtig, dass ihr das im Mosaik sozusagen behält. Also wie im Puzzle sozusagen, ihr kennt es sicherlich. Ja? Jede einzelne Stücke ergeben ein Gesamtbild. Und das ist das auch, worum das für uns wichtig ist, auch in der Seewaldakademie, wo wir auch das alles lernen, ja, dass die Menschen immer ein Gesamtbild bekommen. Denn viele Menschen informieren sich und so weiter, aber die können das nicht in ein Gesamtbild, rundes Gesamtbild sozusagen machen, damit es ein schönes Bild gibt sozusagen. Wichtig ist, wir können die Realität, die uns umkreist, ja, entweder richtig oder falsch wahrnehmen. Diese Realität, in der wir im Moment leben. Es gibt zwar eine Wirklichkeit, als solches nur eine, aber es gibt unterschiedliche Realitäten. Und je nachdem, in welcher Realität wir leben, ist es wichtig, ganz einfach, dass wir die Situation, die uns umkreist, diese Realität richtig wahrnehmen. Denn ob wir es richtig oder falsch wahrnehmen, die Folge von unserer Entscheidung kann entweder sein Leben oder Tod. Auch von gesamten Zivilisationen und auch von jedem einzelnen Menschen. Vereinfacht gesagt, nur jetzt vereinfacht gesagt, stellt euch mal vor, ihr geht zu jemandem und sagt, schaut her, du, das Essen ist eigentlich da verseucht und so weiter, das sollte man lieber nicht essen und so weiter. Und sagt, ach, interessiert mich doch eine Hauptsache, es schmeckt. Was hat er gemacht? Der hat die Realität falsch wahrgenommen. Die Folge von dem ist ganz einfach, dass er beschleunigt seinen eigenen Tod, also ich meine vom Körper. Ja, das ist die Folge. So ist es für uns wichtig, ganz einfach, dass wir diese Realität richtig wahrnehmen, denn das ist entweder oder, hängt von uns ab. Welche Realität haben wir im Moment? Im Moment haben wir auf der Welt leider eine globale Systemkrise. Und zwar, das erleben wir überall, ja, man spricht von Banken, Wirtschafts- und Umweltkrise und sonstige Krise, philosophische, soziale Krisen, etc., etc. Aber ja.
Wir sprechen einzeln im Gesamten davon, von einer einzigen globalen Systemkrise. Die Frage ist nur ganz einfach der Ausweg aus der Krise. Wie schaffen wir denn für den als Menschheit? Das ist ja wichtig, ja? Das ist der Ausweg. Wie geht es da jetzt weiter? Nun, stellt euch mal vor, ein Baum ohne Wurzeln. Was ist mit dem? Irgendwann mal trocknet er aus. Ja? Deswegen freut mich das sehr, dass gestern und auch heute diese Prozesse in Gang gesetzt wurden, dass die Menschen wieder mehr an ihre Wurzeln erinnert wurden. Denn dabei ist es wichtig, ganz einfach, dass ihr wisst heute, ja, und wenn ihr auch nur das mitnehmt, bin ich froh um das. Ja. Also wisst ihr ganz einfach, ihr stammt nicht von Affen ab, sondern ihr seid Nachkömmer der Götter. Und so ist es wichtig auch, dass ihr euch verhaltet, auch dementsprechend. Ja, wir sind Nachkömmlinge der großen Götter und die schauen auf uns und warten ganz einfach, dass wir ins Tun kommen. Alles entsprechend ist schon vorbereitet. Wichtig ist ganz einfach, dass wir entsprechende Schritte jetzt gehen, dann bekommen wir noch mehr Wind unter unsere Segel. Und zwar, dabei ist es wie gesagt ganz einfach wichtig, dass man sich verbindet mit seinen Ahnen, mit seinen Wurzeln in erster Linie. Ja. Und so war das bei uns, dass wir auch jetzt die neue Epoche feierlich begonnen haben, auch an der Donau, mit entsprechenden Feierlichkeiten, Ritualen und so weiter. Und auch unter anderem, wie gesagt, gehört auch sehr stark auch ja, das Feuerspringen. Und dann übrigens kann ich euch nur sagen, das war im September, stellt euch mal vor, das Feuer, dieses Feuer, das war ungefähr, also da wo das ist, ja, man springt über das Feuer und dann sind wir sofort in die Donau gerannt. Fährt ein Schiff vorbei, es war ja nachts und Menschen schauen, wir baden da in der Donau hier im September. Da haben manche geschaut, das ist ganz sauber, ja. Aber für uns war das gut, wir haben die Aura so abgereinigt auch und dann auch natürlich uns mit allen anderen elementaren Wesen verbunden. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man auch sich anfängt mit seiner eigenen Kultur und mit seinen Ahnen zu beschäftigen. Die Farbe und die Fahne, hier wird ja gesagt Gold, Rot, Schwarz. Wir sagen in dem Fall ganz einfach, was wichtig für uns, aus unserer Sicht ganz einfach, in dem Fall ist es etwas andere Ausrichtung und zwar Schwarz, Rot, Gold. Ich habe mich im Nachhinein reingespürt, warum ich diese Veranstaltung so genannt habe, ja, also die wir gemacht haben, Schwarz, Rot, Gold. Hat ganz einfach folgenden Hintergrund, das war nicht absichtlich übrigens, ja, sondern das, im Nachhinein ist mir das bewusst geworden, warum das wichtig ist. Vereinfacht gesagt, wichtig ist, Schwarz in dem Fall ist die Erde. Das sind unsere Wurzeln in dem Fall, ja. Wir stehen auf der Erde. Und sollten uns ganz einfach letztendlich verbinden mit unserer Kultur, mit unseren Werten, letztendlich mit unseren Ahnen auf der Erde. In dem Fall, wenn wir uns stark verwurzelt haben, in dem Fall, ist es wie beim Baum. Egal welcher Wind dann wehen kann draußen, ja, er bricht vielleicht der ein oder andere Ast ab, aber der Baum, wenn er stark verwurzelt ist, ja, der bleibt stehen. Das gleiche ist auch für uns als die Menschen hier in Deutschland. Ja, ist wichtig ganz einfach, dass wir mit unseren Ahnen, mit unserer Kultur, mit unserer Erde sich verbinden. In dem Fall ganz einfach, wenn der Prozess stattgefunden hat, ist im Inneren wird das Feuer entfacht, das Rote, ja, das wird zur Transformation gebracht, bis letztendlich dann irgendwann mal kommt, die Hände zum Himmel in das goldene Zeitalter. Ganz einfach. Also das ist diese Definition, die mir nachher kam, warum das, wie gesagt, Schwarz-Rot-Gold, wir das genannt haben. Nun, dabei ist es wichtig, dass wir jetzt erkennen, was jetzt gerade passiert auf der Welt. Nun, 2015, ich bin kaputt schon mal bezogen. Mach weiter! Ich bin, eigentlich brauche ich nur 5 Minuten ungefähr. Ja. Entschuldigung, dass ich überzogen habe. Schneller trotzdem weiter! Ja, also, deswegen um keine Zeit zu verlieren. 2015 entsteht die Eurasische Union. Die Russland ist... Genau. Russland ist ja, habe ich ja kein, gesagt, das ist nicht nur ein Land, es ist ein Land, aber auch gleichzeitig eine eigene Zivilisation. Und die russische Zivilisation funktioniert nach entsprechenden Mitteln und entsprechenden Methoden. Und zwar, das ist wie die Garmoschka, also ich sage der Akkordeon, wie man auch dazu sagt. Nur, dass ihr wisst, vereinfacht gesagt. Im 19. Jahrhundert hat man versucht, Russland zu erobern. Ja, Großangriff Napoleon, Frankreich und so weiter, auch Europas, auf Russland. Russische Zivilisation ist zusammengeschrumpft, wie Garmon, ja, wie Akkordeon. Ist zusammengeschrumpft in seinen Grenzen, erstmal. Dann aber hat Befreiungsschlag stattgefunden, das russische Imperium hat sich ausgeweitet. Ihr habt ja gesehen, das Grüne. Dann später, im 20. Jahrhundert, hat man die Deutschen dafür missbraucht, für einen Großangriff auf Sowjetunion, ist die russische Zivilisation wieder zusammengeschrumpft, weil die Wehrmacht kurz vor Moskau schon stand. Dann aber später hat sie sich wieder ausgedehnt, ja, und zwar in dem Fall war die Hälfte Deutschlands schon sozusagen Teil der russischen Zivilisation.
Wieso die Menschen, die Mosken gelebt haben, eine sehr wichtige Aufgabe haben in der neuen Epoche, weil die schon ein bisschen wahrgenommen haben, was es ist in der russischen Zivilisation zu leben, die ganzen Völkerfreundschaften und so weiter zu pflegen. Denn Russen hat auch eine Aufgabe, es verbindet Völker. Und nicht umsonst ist es, wie gesagt, leben schon friedlich seit mehr als hunderten von Jahren unterschiedliche Völker in Russen. Nun, was ist denn jetzt passiert? Die haben erkannt, auf kriegerische Art und Weise können die Russen nicht erobern. Und die haben Informationskrieg angefangen, ist Russland als Zivilisation wieder zusammengeschrumpft. Ja, in seine Grenzen, wie das ja früher war. Ja. Und jetzt wird passieren, der folgende nächste Schritt, die russische Zivilisation dehnt sich wieder aus, die große russische Seele. Und dass der Prozess kommt und kommen wird, hat Wladimir Putin schon offenbart. Und zwar, der hat die Matrix offenbart, die passieren wird. Der hat gesagt, Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok. Also der hat die neuen Grenzen der Eurasischen Union offenbart, warum mir das auch wichtig ist und es freut mich sehr, dass ihr die Beziehung auch hier zu Russland auch hier weiter aufbauen und für wichtig erachtet. Ganz einfach ist wichtig, dass wenn Deutschland auch hier Teil der, wieder mal, wie gesagt, russischen Zivilisation wird, wie das früher einst war, ich habe ja die Karten gesehen, es war früher ein Reich, wird wunderbar und hervorragend sein und das wird gut und zum Wohle der Menschheit. Wie gesagt, und russische Zivilisation, das wird nicht passiert auf Krieg und so weiter. Es gibt bestimmte Prophezeiungen, Russen werden so Deutschland einnehmen und so weiter. Wie gesagt, es wird etwas anderes ablaufen, weil das Prinzip ist der russischen Zivilisation. Es schrumpft, dehnt sich aus. Schrumpft, dehnt sich aus. Und wenn das jetzt die Hälfte Deutschland schon war in der russischen Zivilisation, das nächste, was passieren wird, dass sie sich mehr ausdehnt. Und Putin hat offenbar diese Matrix, wie gesagt, von Lissabon bis Vladivostok, wo wir dann die ganzen Völker vereinen werden. Denn das ist ja das, nach was die Menschen streben, nach Einigkeit. Und die russische Zivilisation und die russische Sprache als solches hat das Fundament in sich, das Ganze zu vereinen. Nun, was ist denn jetzt da passiert? Warum wird sich in Deutschland weiter mehr vieles verändern, im positiven Sinne? Wir leben hier auch in dieser Realität, aber es passieren gewisse Sachen auf globaler Ebene oder auf geistiger Ebene auch statt. Jetzt im Moment ist es so, vereinfacht gesagt, in Deutschland ist der Geist eingeknickt, in vielen Bereichen. Ja, dass die Menschen sich nicht trauen, auf die Bühne zu treten und zu sagen, ich bin stolz darauf, ein Germane zu sein, ich bin stolz darauf, wer ich bin, auf mein Land, auf meine Kultur und so weiter. Und das, im Moment können wir es nicht so, ist klar, durch Umprogrammierung, was passiert ist. Deswegen ist es wichtig, dass das transformiert ist, denn da liegt die Heilung letztendlich. Ja. Und was ist jetzt passiert? Jetzt ist das Deutschland direkt mit Russland verbunden, und zwar über eine Gasleitung, sogenannten Nord Stream. Deutschland bekommt ja schon seit vielen Jahren Gas aus Russland und auch nicht nur Gas, sondern viele weitere Rohstoffe. Ununterbrochen bekommt Deutschland ständig Ressourcen aus Russland, aber immer die bösen Russen. Ui, nein, das passt nicht und so weiter, sonst alles immer. Was ist denn jetzt passiert? Deutschland ist jetzt direkt mit einer Gasleitung verbunden mit Russland. Und wie sagen wir zu Russland? Mütterchen Russland. Hier sagen wir das Vaterland. Im Moment ist aber der männliche Teil sozusagen, der ist wie Samen, der schläft noch, der ist eingeknickt im Bauch der Mutter. Ja, in dem Fall. Bauch Mutter, in dem Fall meine ich ja die große russische Zivilisation. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist Deutschland direkt verbunden mit Russland über den Bauchnabel sozusagen. Die Mutter ist jetzt mit dem Kind sozusagen, mit dem anderen Teil verbunden. Deswegen, Deutschland bekommt jetzt nicht nur Gas aus Russland direkt, sondern kosmisch gesehen bekommt jetzt Deutschland Gas. Der deutsche Wesen bekommt Gas jetzt sozusagen von der russischen Zivilisation. Wieso das kein Wunder ist, ja, dass jetzt weiter, also der Prozess jetzt kommt ja, dass mehr Menschen hier selbstbewusster werden. Was ist unsere Aufgabe hier auf der Erde? Unsere wesentliche Aufgabe, ganz einfach hier auf dieser Erde, ist, göttlich leben und ein Paradies Gottes aufzubauen. Das ist unsere wesentliche Aufgabe. Was sollten wir dann tun, um das Reich Gottes wieder, damit das Reich Gottes wieder auf die Erde kommt? Wir sagen dazu, was wir machen, das wirkliche Reich Gottes hier auf der Erde bauen wir auf. Und zwar ist es wichtig, ganz einfach, dass wir eine neue Kultur aufbauen, eine neue Zivilisation. Das ist das, mit was ihr euch alle beschäftigt. Wichtig ist, wir befinden uns im Moment in einer technogenen Zivilisation, wo wir Teil der Maschinen sind und Sklaven letztendlich der Roboter und so weiter sind. Wichtig ist ganz einfach, dass wir einen Schritt machen hin zur biologischen Zivilisation. Als Übergangslösung kann die technokratische Zivilisation uns dienen, wo die Maschinen und die Roboter uns dienen und wir sind nicht Sklaven von denen, aber Ausrichtung als solches ist unsere biologische Zivilisation. Warum die Bücher von Anastasia so wichtig ist, jeder kann es lesen, wenn er mehr darüber erfahren will, was es heißt, im Einklang mit der Natur zu leben. Und eigentlich geht es dazu, eine neue Kultur hier auf der Erde aufzubauen.
Nur, dass ihr wisst, mit welcher wichtigen Aufgabe ihr und eure Ahnen euch konfrontiert haben, eine neue menschen- und naturwürdige Kultur hier auf der Midgard-Erde aufzubauen. Was ist dabei wichtig? Wie gesagt, diese Menschen führen uns im Moment zum Untergang. Und wir stehen eigentlich ja schon kurz vor dem Untergang als solches. Denn, vereinfacht gesagt, wenn wir nicht umdenken, ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie wir die Situation nachhaltig verändern können. Entweder wir denken freiwillig um und verändern die Situation, oder es könnte irgendwas passieren auf der Erde, irgendeine technogene Katastrophe, dann werden wir gezwungen, ja, dazu, uns umzudenken. Also entweder oder. Deswegen aus meiner Sicht, wir sollten freiwillig die Situation übernehmen und letztendlich das Gottesreich hier auf der Erde aufbauen. Nun, damit die Bösen gewinnen, reicht es, ja, wenn die Guten nichts tun. Deswegen ist es wichtig, dass ihr tut und weiter diese Information weitergibt, auch was ihr heute alles erfahren habt und allgemein was ihr wisst. Es ist wichtig, ständig weiter die Menschen auch aufzuklären. Es ist ausgezeichnet und wie gesagt, es ist wichtig und hervorragend, dass wir es tun. Was wir dabei brauchen? Wir brauchen eine neue Konstruktion der gesellschaftlichen Entwicklung als solches. Es ist nicht so, dass wir jetzt meinen, ja, jetzt müssen wir irgendwas machen. Wenn wir uns nicht einigen, welche Zukunft wir gemeinsam anstreben, wird es wie im Märchen passieren, ja, der Schwan steht im Himmel, Krebs kriegt am Boden, ja, und der Schwan möchte in den See. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Konzeption der Liebe aufbauen, eine rechtmäßige, moralische und göttliche Konzeption. Letztendlich. Das ist das Hauptprinzip, ja, das, auf was wir sozusagen auch anstreben sollten, das neue Vedische Reich. Was ist dabei wichtig? Wie gesagt, das ist ein Screenshot von uns, also von unserer Seite. Hier auf der Seite bei uns gibt es den Vedischen Infobrief, jeder kann sich abonnieren, das Ganze anschauen. Unser Ziel ist es ganz einfach, 100.000 Menschen zu erreichen. Warum? Weil das, wir leben in einem Informationszeitalter und wo es wichtig ganz einfach ist, entsprechende Menschen, die auf der entsprechenden geistigen Wellenlänge sind, entsprechend zu einer bestimmten Zeit mit entsprechenden Impulsen auszustatten. Außerdem ist es gut und wichtig, dass je mehr Menschen uns durch ihn eintragen und auch weiterempfehlen, unseren Infobrief, unser Wissen allgemein, dann werden wir irgendwann mal die Tausende erreichen. Wer mehr erfahren will, ich werde am 8. Mai werden wir eine kostenfreie Konferenz machen über Putin, werde ich mehr reden, kann gehen auf Seoul.ru im Bereich Seelentreff, findet er weitere Informationen. Was ist dabei auch wichtig, ja, was wir auch anstreben, auf YouTube 100.000 Abonnenten. Das ist unser Ziel, was wir anstreben. Und hier ist noch anders. Also deswegen einfach auch auf YouTube abonnieren, unseren Kanal, wenn ihr wollt. Jetzt Zwischenfrage. Wer von euch möchte, dass ein Treffen stattfindet von Wladimir Wladimirovich Putin und dem deutschen Volk in Deutschland? Gut. Vor einiger Zeit kam mir die Erkenntnis, was ich dann dabei tun kann und soll. Und zwar, wir haben ja eine Gruppe, Facebook-Gruppe. Ich liebe Russland und ehre Wladimir Wladimirovich Putin. Im Moment haben wir 216.000 gefällt mir dort. Und in dem Augenblick, das garantiere ich euch, meinerseits, soweit ich da jetzt hier stehe, wenn wir 100.000 Facebook-Gefällt mir erreicht haben, werde ich von meiner Seite alles Mögliche machen, um entsprechende Kontakte machen, damit irgendwann mal ein Treffen stattfindet von Wladimir Wladimirovich Putin hier in Deutschland. Mit dem deutschen Volk. Deswegen, wenn ihr wollt, auch selber, ja, dass das Treffen schneller stattfindet, wir brauchen auch 100.000 gefällt mir hier. Warum ist das wichtig? In der Welt, in der wir leben, rechnet man mit Kraft. Ja, nur wenn man irgendwas dahinter stehen kann, hat sozusagen. Deswegen, wenn wir dann kommen und sagen, wir haben Facebook-Gruppe in Deutschland, Menschen, die interessieren sich über Russland und Putin und wollen, wir sind schon über 100.000 Menschen, man kann damit schon was anfangen. Mit 200 Menschen nicht. Deswegen ist es wichtig, ganz einfach, dass ihr wisst, gemeinsam schaffen wir es noch schneller, die Situation auf der Midgard-Erde nachhaltig zu verändern. Danke euch. Ja, vielen Dank, Vyacheslav. Ich denke, es ist allen klar, wie wichtig das ist, und das ist noch deutlicher geworden, und unsere Herzen spüren, dass das nur mit Liebe zu meinen ist, und wir sind dazu bereit, und immer mehr Menschen wachen auf. Also vielen Dank dafür. Wir haben jetzt leider sehr überzogen und wir haben wenig Zeit. Entschuldigung. Ja, klar. War ja auch wichtig, wir haben dich auch gelassen.